Darüber, wer denn nun der oder die weltberühmte Banksy ist, wird ja mittlerweile schon seit vielen Jahren spekuliert. Dieses Mysterium trägt mit Sicherheit zur Faszination seiner oder ihrer Werke bei und damit zu den Rekordsummen, die Sammler weltweit bereit sind, für einen Banksy zu zahlen. Dieses hier, Choose Your Weapon, wurde im Mai bei Sotheby's für 6 bis 8 Millionen Dollar angeboten. Aber nicht nur Sammler zieht Banksy in den Bann, die Werke faszinieren viele Menschen weltweit und die, die einen oder mehrere Banksys mal in echt sehen wollen, haben dazu gerade in New York Gelegenheit. Banksy Building Castles in the Sky, übersetzt also etwa Banksy, wie er Schlösser im Himmel baut, heißt die Ausstellung, die sich Antje Passenheim für uns angesehen hat. Mädchen mit Ballon, das wohl bekannteste Bild des Phantoms. Der gesichtslose Künstler zeigt sich weltweit auf Mauern und Straßen. Erstmals kommen jetzt diese 120 Originale von privaten Sammlern zusammen. Was mal als Vandalismus galt, ist jetzt millionenschwere Kunst, ohne dass Banksy persönlich die Finger im Spiel hat. Es gibt keine öffentliche Sammlung von Banksys Kunst. Wir haben die Echtheit seiner Werke von seiner Firma Pest Control bestätigen lassen. Banksys subversiver Protest als etablierte Kunst und doch ganz wieder im Zeichen der Zeit gegen Krieg und Waffen, Konsumterror, Polizeigewalt. Er will spalten, will klar Stellung gegen das beziehen, was aus seiner Sicht unfair und ungerecht ist. Auch die Besucher dürfen sich wie Street-Art-Künstler fühlen und ihre Botschaft hinterlassen, doch sie nehmen auch viel mit. Es bringt uns zum Nachdenken darüber, was wir tun, den Konsum, die globalen Probleme. Er will etwas mit seiner Kunst bewegen und ich bewundere das. Und er ist einfach überall. Seit Pandemie und Krieg ist Banksy allerdings auffallend still. Seine Fans hoffen, dass der Graffiti-Guerilla bald wieder sichtbar wird, nicht nur im Museum.